Wir begleiten schwerstkranke Menschen, unheilbar erkrankte Menschen. Ganz früher ging die Sterbebegleitung oder die Begleitung schwerstkranker, sterbender Menschen von Ehrenamtlichen aus. Und Sterben, Tod und Trauer gehört eigentlich nicht wirklich mehr so in den Mittelpunkt unserer Gesellschaft. Einen wunderschönen guten Morgen, heute wieder zu unserer nächsten Folge von Frühstück mit, ja, Frühstück mit mir. Und heute habe ich mir natürlich einen ganz speziellen Gast eingeladen. Und das ist die Antje Hanisch. Herzlich willkommen, Frau Hanisch, bei uns. Und Dankeschön. Sie sind ja Koordinatorin vom Hospiz, Anhalt Hospiz in Dessau. Und Hospiz, das ist unser Thema heute, sicherlich ein sehr sensibles Thema, wie man sich vorstellen kann. Aber es ist auch wichtig, solche Themen, die man gerne vielleicht auch mal ausblendet, in die Öffentlichkeit zu bringen, um einfach auch mal ein bisschen zu sensibilisieren. Und ja, da würde ich einfach mal sagen, legen wir mal los. Und bevor wir so richtig ins Thema einsteigen, vielleicht stellen Sie sich auch mal persönlich so ein bisschen vor, so als Person, als Mensch, Okay. was Sie ausmacht, Ja. welche Hobbys Sie haben, alles, was man vielleicht außerhalb vom Hospiz auch noch so hat. Okay. Also, mein Name haben Sie ja schon erwähnt. Ich bin 46 Jahre alt und ich komme aus Zerbst, also anderer Elbseite. Und bin seit 5 Jahren am Anhalt-Hospiz tätig, also in der Anhaltischen Hospiz- und Palliativgesellschaft. Und bin eher so ein, ich sage jetzt mal, ein gemütlicher Mensch, aber ja, auch sehr straight manchmal, wenn es sein muss, ne? Aber das ist eben so. Und ja, in meiner Freizeit beschäftige ich mich nicht mit Sterben, Tod und Trauer. Das steht fest, das mache ich zur Genüge während der Arbeit. Wenn ich angesprochen werde, gebe ich natürlich Tipps und rate den Menschen, wo sie sich hinwenden können. Das ist überhaupt kein Thema, aber ich bin Was viel in macht, der Natur. wenn ich gerade sage, was machen Sie, wenn Sie mal nicht so mit Ja. diesen Dingen zu tun haben? Natur, laufen Sie, spazieren Sie viel oder Ja. zum Abschalten, kann ich mir vorstellen. Genau. Also war gestern zum Beispiel wieder beim Qigong. Es ist ganz wichtig, sich Energie woanders zu holen. Übrigens sehr gut, mache ich auch ab und zu, kann man nur empfehlen, sieht leichter aus, als es ist, ne? Aber es entspannt und entschleunigt ein bisschen, oder? Genau, und verschafft Energie. Genau, gibt es ja Ja. bestimmt noch jede Menge andere Möglichkeiten. Qigong ist eine, manche versuchen es mit Yoga, andere machen wieder andere Dinge. Aber progressive Muskelentspannung ist ja jetzt immer so ein Ist auch Thema, nicht ne? schlecht, ist auch nicht schlecht, ja. Es gibt eine Menge, um gerade in der jetzigen Zeit, ja, viele sind gestresst, ne? Die Taktzeiten werden immer kürzer und ich denke mal, wer es halt möchte, kann sich durchaus da mal mit beschäftigen. Ja, gut, gibt es noch was? Kalligrafisch bin ich ein bisschen unterwegs, so zweimal im Jahr mache ich da so ein Kalligrafie-Wochenende und erlerne Cool. neue Sprachen, Schriften meine ich, nicht Schriften. Sprachen, Schriften kennen mit Feder dran zu. Haben Sie richtig Feder und Ja. zeichnen Sie dann so bestimmte Schriften Also wir nach? hatten jetzt also ich kann Altdeutsch schreiben, also Respekt. Süderlin. Also muss ich mich jetzt noch mal dran gewöhnen. Noch ein bisschen nachholen, aber und viel üben, aber ansonsten auch andere Schriften hatten wir schon. Wir haben da eine Kalligrafielehrerin, die macht da so ein Wochenende draus. Das ist also so viel dazu Cool. zum Wohlfühlen. Sehr spannend. Ja. Vielleicht auch mal ein Thema für später, ne? Ist ja nicht so unbedingt üblich, so was zu machen, Nee, oder? da bin ich Also eigentlich auch durch dummen Zufall nur zugekommen, ne? erklären Sie uns auch den Zufall. So viel Zeit muss jetzt sein. Ja, das ist Mecklenburg-Vorpommern, in der mecklenburgischen Schweiz, in der Nähe von Güstrow-Bützow. So ein kleines Dorf und im Nachbardorf wohnte von meiner besten Freundin die Oma, die ist 90 geworden und die braucht eine Ferienwohnung. Und in der alten Dorfschule im Nachbardorf gab es Ferienwohnungen und drunter war ein Kalligrafie-Café und die Frau hat das angeboten. Und mittlerweile waren wir jetzt schon 6 Mal da und das ist immer wieder entspannt. Hier haben wir wieder unsere Frühstücksuhren. Ne? Wir sind ja quasi das habe ich auch vergessen, vielleicht eingangs zu sagen, wie immer, jedes Mal zu Gast hier im Museumshof in Kührau. Also wer noch nicht hier war, sollte sich das unbedingt einfach auch mal anschauen. Es gibt sehr viel hier zu entdecken.
ich sag mal so, der Star in der Ausstellung sind einfach alte Radios, alte Fernseher von, ja, ich glaube, es ging in den 50er Jahren los, zumindest mit dem Fernseher, wenn ich mich noch recht entsinne, ja, bis zu den modernsten Möglichkeiten. Und warum nicht einfach mal hier Station in den Museums. Ich habe den Anspitzer dort hinten immer im Auge. Ja, was die Leute jetzt nicht sehen können, sind natürlich viele Utensilien aus vergangener Zeit, eine alte Schreibmaschine, alte Bücher, alte Uhren und so weiter und so fort. Ja, wollen wir jetzt einfach mal ins eigentliche Thema einsteigen, wieder zurückzukommen. Was genau kann man oder sollte man sich unter einem ambulanten Hospizdienst, Hospiz generell vorstellen? Also der ambulante Hospizdienst, der wird von ehrenamtlichen Helfern, wir sagen dazu ehrenamtliche Hospizhelfer, betrieben. Und ich bin die einzige hauptamtliche Mitarbeiterin der Anhaltischen Hospiz- und Palliativgesellschaft. Ich koordiniere sozusagen die Einsätze der ehrenamtlichen Helfer. Und ich sage jetzt auch immer wieder bewusst dazu, es sind nicht nur ehrenamtliche Helfer, sondern es sind ehrenamtliche Mitarbeiter unserer Gesellschaft. Ja, unserer Anhaltischen Hospiz- und Palliativgesellschaft. Und da lege ich ganz, ganz viel Wert drauf. Und mittlerweile hat das eigentlich auch guten Anklang und Akzeptanz innerhalb unseres Unternehmens auch wieder gefunden. Ja. Okay, also ich sag mal, ein Hospizdienst ist klar, ist aus Ehrenamtlichen. Und vielleicht sagen wir mal so kurz, wir kommen vielleicht nochmal hier und da nochmal ein bisschen näher auf das eine oder andere zu sprechen. Was genau leisten denn die Ehrenamtlichen in ihrem? Ich sag mal, die Ehrenamtlichen, die leisten eine Lebensbegleitung im Sterben. Ja. Die, das Leben ist unterschiedlich lang, ja. Und wir begleiten schwerstkranke Menschen, unheilbar erkrankte Menschen und die Familien im Fachjargon an und Zugehörige, aber Familien. Bei den Zugehörigen, da ist auch mal ein Hund dabei oder vielleicht mal ein Vogel oder wie auch immer, wer da zugehörig ist. Und wir begleiten die Menschen ein Stück auf ihrem letzten Lebensweg. Ja, also das müssen wir begleiten Menschen, die unheilbar erkrankt sind, die keine Genesung mehr, wo keine Genesung mehr möglich ist. Und in der letzten Phase des Lebens, so die Symptome schon zunehmend sind durch die Erkrankung. Und es sind nicht unbedingt, also die meisten Menschen, die wir begleiten, haben eine Krebserkrankung. Aber es gibt auch neurologische Erkrankungen wie ALS. Stephen Hawking hatte das viele, viele Jahre. Der hat sich ja nachher auch beatmen lassen. Parkinson im Endstadium, Multiple Sklerose im Endstadium. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ganz wichtig. Ja, ist die Haupttodesursache auch in Deutschland. Aber es müssen immer Stadien erreicht sein, die so kurz vor dem Tod sind. Okay. Sie sagen auch im Vorgespräch, das Engagement muss mehr in den Fokus der Leute, der Bürger gerückt werden. Was genau ist denn der Fokus dabei? Der Fokus ist ein bisschen schwierig. Ich habe mal, als ich mir die Frage durchgelesen habe, habe ich gedacht, was meint der jetzt eigentlich damit? Ne? Aber es ist so, ganz früher ging die Sterbebegleitung oder die Begleitung schwerstkranker, sterbender Menschen von Ehrenamtlichen aus. Und mit der zunehmenden Professionalisierung, also Spezialteams im Einsatz und auch die Krankenkasse hat das ja alles auch in den Fokus bekommen. Der Gesetzgeber hat Rahmenvereinbarungen und Gesetze rausgebracht zur Hospiz- und Palliativbegleitung, ist dieses bürgerliche, ehrenamtliche Engagement so ein bisschen in die Hintertür gerutscht. Und Sterben, Tod und Trauer gehört eigentlich nicht wirklich mehr so in den Mittelpunkt unserer Gesellschaft. Ist dadurch auch zum Sterben, als ich 1995 Krankenschwester im Zerbster Krankenhaus gelernt habe, ist jemand gestorben. Gut, haben wir die Angehörigen angerufen, aber das war es dann auch. Ne? Also da war keine Begleitung, also keine menschliche Begleitung irgendwie da. Gott sei Dank hat sich das geändert. Also nicht nur bei uns hier in Dessau, Roßlau und Umgebung und in Zerbst, wo wir auch noch einen Hospiz haben und einen ambulanten Hospizdienst,
sondern generell hat sich das geändert und gewandelt. Aber trotzdem müssen wir den Hospizgedanken, die Idee dahinter, weiter raustragen in die Bevölkerung. Also Sie sagen auch Hand in Hand zu mehr Lebensqualität, schwerst kranker mit begrenzter Lebenszeit, so heißt das ja ein bisschen im Fachjargon, sage ich jetzt mal. Wie läuft denn diese sensible gemeinsame Zeit zwischen dem Schwerstkranken und der Hospizhelferin oder dem Helfer so ab? Wie muss man sich das vorstellen? Also als allererstes, wenn jemand bei uns angemeldet wird, sage ich jetzt mal, fahre ich hin als Koordinatorin, lerne die Menschen kennen, frage viel so Biografisches und schaue, was brauchen die Menschen. Also ich weiß ja nicht, was die brauchen, das müssen die mir erzählen. Ne? Und dadurch, dass ich die ehrenamtlichen Helfer alle kenne, habe ich dann schon so ein bisschen Bauchgefühl, wer da gut reinpassen könnte. Ja, könnte man da zuordnen, ja. Ja, und dann sind es die unterschiedlichsten Dinge, die die miteinander erleben. Der eine will jemanden also ganz viel hörig zuhören. Das ist wirklich sehr erstaunlich, wenn ich manchmal stundenlang in solchen Gesprächen sitze. Ich höre ja viel zu, frage interessiert nach und hinterher sagen die, oh, danke, dass Sie da waren. Sie haben mir sehr geholfen. Ich habe nichts gemacht, außer zugehört. Ne? Das sind so die kleinsten Dinge des Lebens. Und diese kleinsten Dinge des Lebens bekommen unsere ehrenamtlichen Helfer in ihrem Qualifizierungskurs im Vorfeld beigebracht oder wieder in Erinnerung gerufen. Ja? Dass es manchmal die kleinsten Dinge des Lebens sind, die uns dann auch weiterbringen. Und Offen und Ehrlichkeit ist natürlich ganz doll wichtig. Und manchmal gehen die ehrenamtlichen Mitarbeiter auch mit ihren Begleitungen ins Eiskaffee, wenn die sich das wünschen. Oder fahren in den Tierpark. Oder bleiben einfach nur am Bett sitzen, wenn derjenige nicht mehr aufstehen kann. Und entlasten ja somit schon die Angehörigen, ja, die vielleicht auch mal zum Sport, zum Reha-Sport zum Beispiel. Da habe ich jetzt eine Ehefrau, die möchte gerne wieder den Reha-Sport beginnen. Hat sich sonst immer um ihren Mann gekümmert. Und jetzt freitags sitzt unsere Ehrenamtliche bei dem Mann oder gehen spazieren im Rollstuhl. Und die Frau kann ganz in Ruhe zum Reha-Sport, muss sich keine Sorgen machen, zum Beispiel. Aber das sind so unterschiedlich, wie die Menschen sind, so unterschiedlich sind die Wünsche. Das kann man sich ja gut und gerne vorstellen. Mhm. Ich meine, die größte Belastung solcher Menschen sind ja sicherlich die Sorgen und Ängste. Wie greifen Sie und die Betroffenen, oder wie gehen Sie und die Betroffenen damit um, mit diesen Sorgen und Ängsten, die ja da logischerweise verbunden sind? Auf jeden Fall. Also offen und ehrlich und immer wirklich ein offenes Ohr haben. Und unsere Psychologin, die uns natürlich immer auch mit Rat und Tat zur Seite steht, uns, da meine ich natürlich das gesamte Team, also alle Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen, die sagt immer, jeder ist sein eigener Experte und jeder weiß, was ihm gut tut. Aber in der Not können die Menschen sich daran nicht mehr erinnern. Ja, die können sich nicht erinnern, wie habe ich mich früher wieder ins Lot gebracht, wenn ich mal eine Krise hatte. Ne? Und weil die um ihr Leben bangen. Und in dem Moment, wenn wir zuhören, sortieren die Menschen sich ein wieder. Und die wissen wieder, ob der Weg nach rechts oder nach links gehen soll. Und das ist so das Geheimnis, sind wirklich die kleinsten Dinge. Und ja, also wie gesagt, der Prozess ist sicherlich für viele Menschen nach wie vor schwer greifbar. Ne? Mhm. Klar, jeder versucht sich diesem Thema zu entziehen, aber wie gesagt, deswegen sitzen wir heute hier, um einfach auch die Möglichkeit anzubieten, wenn dieser Fall, was man ja niemandem wünschen möchte, doch eintritt und es persönlich auch möchte, eine Begleitung zu haben, glaube ich jetzt, ne? Dass das ganz wichtig ist. Sie begleiten ja auch auf Wunsch die Angehörigen, das ist ja mitging. Wie werden die dann so unterstützt? Ist das anders? Oder? Manchmal sind es ganz und gar nur die Angehörigen. Okay. Ja, also ich hatte zum Beispiel mal einen älteren Herrn, der hat gesagt, ach, ich habe dem da erzählt, was wir machen. Und dann sagt er zu mir, ach, wissen Sie, das brauche ich nicht. Aber meine Anne, die kann das gut gebrauchen.
Das kann ich mir gut vorstellen. Ich rede mal mit der. Und Anne brauchte das tatsächlich. Und Anne hat mit ihrer Ehrenamtlichen manchmal sich Briefe hin und her geschrieben. Manchmal haben sie sich auf neutralen Boden getroffen, sodass er dann, als er wieder aus dem Krankenhaus zu Hause war, dort von unserem, ich sage immer liebevoll, Hospiz auf Räder-Team versorgt wurde, unserem SAPV-Team. Dann hatte er dort seine Ruhe und die Anna hatte jemanden, der ihr zugehört hat. Und als er dann schlussendlich ins Hospiz kam, war auch die Ehrenamtliche wieder im Hospiz. Und da war so ein gewisses Vertrauen da. Das ist, glaube ich, auch wichtig, weil ohne Vertrauen wird es wahrscheinlich schlecht funktionieren. Und wie ist das denn eigentlich mit diesen Hospizbegleitern, die ja vorwiegend ehrenamtlich tätig sind? Erstmal großen Respekt vor diesen Menschen, das kann man nicht oft genug betonen. Wie gehen die denn selber mit dem Ganzen um? Ist das so, dass vielleicht manche sagen, oh, der Wille war da, aber ich kriege das emotional doch nicht hin? Weil es ist ja auch schwierig, ne? Also das ist alles auch wieder, das bekommen unsere Ehrenamtlichen im Befähigungskurs oder im Qualifizierungskurs, bevor sie überhaupt ihre Arbeit aufnehmen können, immer wieder gesagt, schaut auf euch, könnt ihr mitgehen den Weg noch, den diese Menschen, diese schwerstkranken Menschen und ihre Familie gehen müssen. Und wenn ihr das nicht mehr schafft, geht zu eurem Koordinator. Ja, und wir finden immer irgendwie eine Lösung. Wir haben eine Fürsorgepflicht unseren ehrenamtlichen Mitarbeitern gegenüber, so wie da jeder andere Mitarbeiter auch. Und wir Koordinatoren oder ich im Speziellen auch hier für den Raum Dessau-Roßlau, ich bin dafür verantwortlich, dass es meinen Ehrenamtlichen gut geht. Und wir bieten unseren Ehrenamtlichen Fort- und Weiterbildung an, sodass sie gestärkt in die Begleitung gehen. Da war zum Beispiel im letzten Jahr hatten wir unser erstes Teamfindungswochenende. Ein großes Thema, der Paragraph 218, assistierter Suizid. Ja, da hat der Chefarzt Dr. Günther Scheitauer aus dem jetzt im Städtischen Klinikum, früher unser Chefarzt, an der Anhaltischen Hospiz- und Palliativgesellschaft, der hat uns dazu referiert. Und das sind so Themen, die kommen natürlich den Ehrenamtlichen auch unter und die machen ein Stück weit Unsicherheit. Und wenn die aber wissen, worum es geht, und dann gibt es wieder Sicherheit. Und das ist ja mit Fort- und Weiterbildung im Allgemeinen so. Wenn ich was weiß, dann bin ich da sicherer. Ja. Und Supervision, ganz wichtig, bekommen unsere ehrenamtlichen Helfer einmal im Monat. Kommt unsere Supervisorin und da können die halt Fälle besprechen, die können über ihre eigenen Gefühle und Ängste reden. Ist unterschiedlich. Also ich weiß nicht im Vorfeld, was so eine Supervision am Ende bringt. Ja. Das ist klar, weil das wirkt ja unterschiedlich und nicht ein Fall ist wahrscheinlich wie der andere. Es ist immer anders, sind andere Menschen, sind andere Bedingungen, sind andere Ängste, andere Sorgen, andere Möglichkeiten. Kann man sich schon vorstellen. Ich meine, wir sitzen ja auch heute hier zusammen, weil es uns ja wichtig ist, das in die Öffentlichkeit zu bringen. Und wie gesagt, Sie sind ja im ambulanten Hospizdienst tätig, arbeiten dort vorwiegend mit Ehrenamtlichen und vor allen Dingen Sie und der Verein, das ist ja kein Verein, aber es gibt doch Hospizvereine, aber es ist ja jetzt auch egal, als ambulanter Hospizdienst brauchen ja Ehrenamtliche, die Sie einfach auf diesem Gebiet unterstützen. Und wenn jetzt der ein oder andere hier sagt, okay, ich würde mir versuchen, das zuzutrauen, an wen muss er sich denn wenden und wie läuft es dann ab, damit er vielleicht schlussendlich bei Ihnen als ehrenamtlicher Hospizhelfer landet? Also grundsätzlich zu mir Kontakt aufnehmen für den Raum Dessau-Roßlau, zu meiner Kollegin Frau Stolle für den Raum Zerbst und Umgebung und ja, und einfach zu uns Kontakt aufnehmen oder einfach zu mir und ich vermittle das Richtung Zerbst weiter und das Sagen Sie ruhig mal ein vermittle paar ich. Kontaktdaten, Ja. Telefonnummer oder E-Mail-Adresse oder Internetadresse, was Sie so haben, damit Genau. ist die. Also, wenn Sie Interesse haben an einem Ehrenamt bei uns in der Anhaltischen Hospiz- und Palliativgesellschaft, dann können Sie sich gerne an mich telefonisch wenden. Das wäre die Vorwahl für Dessau 0340 65 02 19 10. Darüber erreichen Sie mich.
Auch wenn ich nicht im Büro bin, habe ich eine Rufumleitung. Und ansonsten auch gerne über E-Mail anche.hanisch@ediakon.de. Aber ja, das finden Sie auch auf der Homepage vom Anhalt Hospiz. Wir warten mal kurz, wir haben ja gerade wieder mal so einen Uhreneinschlag quasi, ne, dass Sie vielleicht noch mal kurz die E-Mail-Adresse mal genau wiederholen. Also anche.hanisch@ediakon.de. Oder Sie finden auch meine E-Mail-Adresse auf unserer Homepage vom Anhalt Hospiz in Dessau. Und die laute die Internetadresse? www.anhalt-hospiz.de. Gut, also wer dort wirklich helfen möchte, und das ist wichtig, und deswegen auch noch einmal die Wiederholung der Wiederholung, wenden Sie sich das zutrauen, wenden Sie sich an Frau Hanisch oder einen Ihrer Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, um hier vielleicht wirklich Gutes zu tun und Menschen, die wirklich sehr, sehr krank sind, auf ihrem letzten Lebensweg zu begleiten. Ja, wenn vielleicht der eine oder andere sagt, ja, ich kriege das vielleicht nicht so hin, was ja verständlich ist, muss man ja auch dazu sagen. Wie könnte man vielleicht sonst noch helfen oder Gutes tun für Sie, für den Hospiz oder wie auch immer? Also wir freuen uns natürlich immer über jede Spende, jeder Art. Der ambulante Hospizdienst Plus für alle hier, die es vielleicht hören wollen, der muss erst ein Jahr gearbeitet haben, um einen Förderantrag stellen zu können. Und wir bekommen halt unsere Ausgaben auch nicht zu 100% gefördert, sondern eine Förderung ist immer bloß wie eine Art Zuschuss. Und das stationäre Hospiz wird zu 95% von den Krankenkassen bezahlt. Auch da sind so 20 bis 25 Euro pro Tag pro Gast über Spenden zu finanzieren. Und über jede Spende freuen wir uns natürlich auf jeden Fall. Und wenn ein Spender jetzt, was wir ja auch hoffen, genauso wie Ehrenamtliche sich findet, wie kann er seine Spende an Sie bringen? Entweder uns persönlich ansprechen, ja, kann es auch persönlich vorbeibringen, dann gibt es eine Quittung und auch eine Spendenquittung, das kann man ja auch steuerlich absetzen. Oder auf der Homepage vom Anhalt Hospiz www.anhalt-hospiz.de, da gibt es auch so einen Button. Und wer das gerne direkt überweisen möchte, auch die ISBN-Nummer. Also die Bankdaten. Wenn Sie diese ehrenamtliche Tätigkeit, die sehr wichtig ist, unterstützen wollen, bitte spenden Sie oder vielleicht sogar die Möglichkeit, als ehrenamtlicher Hospizhelfer mit das Ganze zu unterstützen. Ja, dann sind wir schon. Eine Sache habe ich noch, bevor wir aufhören, wenn ich noch darf. Natürlich. Meine Kollegin Sabine Stölle vom ambulanten Hospizdienst in Zerbst und ich, wir geben Letzte-Hilfe-Kurse. Also auch da, wenn Sie da Interesse haben in Ihrem Verein oder in einer Firma oder wie auch immer, da geben wir das 1x1 der letzten Hilfe. Erste Hilfe kennt jeder, ja, das brauchen wir, um einen Führerschein machen zu dürfen. Aber letzte Hilfe, da kennt sich kaum jemand aus. Es dauert ungefähr 4 Unterrichtsstunden, 45 Minuten. Und wir erzählen dann von Sterben, Tod und Trauer. Und es gibt auch praktische Sachen dabei. Es ist total interessant. Und der nächste Kurs, den wir anbieten, der ist in der Volkshochschule in Dessau-Roßlau. Klingt auf der Homepage auch dort. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich auch auf der Homepage zu finden. Und für solche Menschen, die vielleicht den Hospizdienst nicht unbedingt in Anspruch nehmen wollen, aber vielleicht trotzdem ihre Angehörigen begleiten wollen, ist das, glaube ich, auch eine Möglichkeit, dort Unterstützung zu bekommen, wie man das dort auch hinbekommt. Also wie gesagt, unterstützen Sie diese Möglichkeiten entweder über die Spende oder vielleicht auch über eine ehrenamtliche Tätigkeit. Sollten sich Frau Hanisch und das ganze Team wahrscheinlich sehr freuen. Und ja, dann sind wir schon für unsere heutige Folge am Ende. Und ich bedanke mich recht herzlich, Frau Hanisch, dass Sie hier bei uns zu Gast waren. Und ich drücke Ihnen die Daumen. Bleiben Sie persönlich gesund, auch Ihr ganzes Team. Und viel Erfolg, wenn man das vielleicht so von Erfolg sprechen kann, auch zumindest, dass Sie alle das so hinbekommen, dass die Angehörigen und die Leute, die es halt betrifft, auf einem guten Weg zu begleiten, würde ich sagen. Ne? Vielen, vielen Dank. Dankeschön.